Ja, damit herzliches Willkommen zu diesem Tutorial. In diesem Tutorial möchte ich euch zeigen, wie ihr bei eurer Fritzbox Cable 6490 das Branding entfernen könnt, um die originale Firmware von AVM zu bekommen. Als erstes müsst ihr euren PC oder Laptop direkt mit der Fritzbox verbinden. Ich bevorzuge aber einen Laptop, da es so einfacher ist. Dann trennt die Fritzbox vom Strom und öffnet auf eurem PC mit der Windows-Taste und R das Ausführenfenster und gebt FTP 192.168.178.1 ein, aber noch nicht Enter drücken. Jetzt könnt ihr die Fritzbox wieder einschalten. Wenn nur noch die Power-LED alleine blinkt, das ist circa 3 Sekunden nachdem ihr den Strom wieder eingesteckt habt, drückt ihr auf dem PC Enter und gebt in das Fenster, das sich geöffnet hat, als Username Adam2 und als Passwort genau das gleiche ein. Anschließend gebt ihr Debug ein und wenn das Fenster dann so ausschaut wie im Video, gebt ihr als nächstes den Befehl Quote SetENV Firmware-AVM ein. Schließen könnt ihr das Fenster dann mit dem Befehl Buy. Danach müsst ihr die Fritzbox noch einmal auf Werkseinstellungen zurücksetzen, um alle Menüpunkte zu aktivieren. Aber ich würde erstmal sagen, das war's von dem Video. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen, lasst doch einen Daumen nach oben da, wenn euch das kleine Tutorial gefallen hat. Und bis zum nächsten Video. Servus!